initiate incoming transmission. Let's go! I need that hookup now! This is a Priority One message for Zulu and Yankee Company commanders, 1st Davian Guards. Commanders, Operation Bulldog is a success. Clan Smoke Jaguar has been utterly defeated, and the worlds they have captured have been liberated. Remnants of their forces are fleeing the Inner Sphere and returning to Clan Space. Now the bad news. I'm rescinding your orders to return home. Intel reports that a renegade Smoke Jaguar, Star Colonel Marcus Cotaire, has taken planet Cermak in the periphery. Your orders are to retake the planet and terminate his command. Several drop ships are en route with equipment and warriors. Battalion has graciously supplied us with 3 new battle mech chassis and several new weapon systems. Check battalion inventory at regular intervals. Now listen. Reports indicate Cotaire may be unstable. At the time of our counterattack, he was under house arrest pending court-martial for war atrocities. Cermak was originally an old Star League outpost, but after centuries of warfare, it's nothing more than a junk heap, devoid of human population. He picked that Star League outpost for a reason. I want to know what it is. Reese out. Let's go! Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zu Mech Commander Desperate Measures. Wir sind heute im ersten Teil der Expansion-Kampagne und dort geht es um eine Welt in der Peripherie, die im Anschluss an Operation Bulldog, also das erste Game, von einem Renegaten-Sternkernel übernommen wurde. Ursprünglich war es, wie gesagt, eine Sternbundfestung, die wir dort haben, aber, und das ist genau der Punkt, der Planet ist vollkommen zerstört. Was ist also das Ziel dieses Sternkernels, insbesondere als dass er zur Zeit der Operation Bulldog unter Hausarrest stand, weil er Kriegsverbrechen begangen hat? Okay, schauen wir mal. Unsere Aufgabe ist es relativ einfach, wir sollen den Planeten zurückerobern und den Kollegen mit Stumpf und Stiel ausrotten. Wie es in einem guten Add-on halt eben so ist, wir kriegen neue Mechs, 3 Stück, nämlich den Bushwhacker, ich gehe mal ins Purchasing rein, den Stiletto und den Mauler. Alle 3 jetzt noch nicht verfügbar, war ja auch nicht anders zu erwarten. Einen kriegen wir dennoch schon mal so mit, weil er in unserer... Whoops! Command Interface Initiate. Das wollte ich doch nicht. So. Meine Herren. Der ist schon in unserer Startlanze vorhanden und Thunder hat den entsprechend hier unter seiner Kontrolle. Wir haben sogar einen Stern. Ha, sind wir zu den Clans übergelaufen? Keine Ahnung. Wenn wir dann auch nochmal gucken, MechWarrior momentan alle grün, Komponenten hier nur Standard. Aber wenn wir mal gucken, wie hier zum Beispiel schwere Autokanonen oder schwere LBX-Autokanonen, das sind Bündelladungen, die wir dort halt eben bekommen. Da sind so einige zusätzliche Waffen mit dazu. Der X-Pulse-Laser ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Sache, hat nur sehr wenig Schaden, aber feuert mit 0,75 Delay. Das ist richtig, richtig schnell. Wir haben hier eine Long Tom, das ist im Grunde genommen der größte Bullshit vor dem Herrn, aber auch nicht schlecht, denn wir haben ein Artilleriegeschütz, mit dem wir sogar Area-Schaden machen können, muss man sehr genau drauf achten, sich damit nicht selber die Füße zu verbrennen. Richtig schön, aber wiederum zum Beispiel ist das leichte Gauss-Geschütz, 5 Sekunden Ladezeit und 5 Punkte Schaden. Wenn wir mal gucken, unsere Lieblingswaffe mit 7,5 und 7,5 ist da mit dem extra Reichweitenpartikelprojektor wesentlich langsamer. Und wir haben hier 50 Schuss Munition, da kann man schon eine Menge mit anstellen. Ich will aber jetzt bei der ersten Mission gar nicht so sehr in das Customize gehen. Wir nehmen einfach die 3 schwersten Mechs, haben damit genau 180 Tonnen, Baron und Rooster, die ruhen sich ein bisschen aus. Und wir gehen direkt ins Gefecht mit den 3. So, Ziel Nummer 1 wird es sein, ein gegnerisches Hauptquartiergebäude einzunehmen, anschließend ein
befestigtes Lager anzugreifen und die entsprechenden geborgenen Komponenten dort sicherzustellen und danach sich aus der Gegend zurückzuziehen. So, das klingt jetzt erstmal alles relativ schmeidig, sollte nicht so komplex sein. Was haben wir dann da? Was schleicht da rum? Das ist ein Panzer. Okay. Was uns nachher viel mehr Spaß machen wird, ist, wenn wir dann wirklich in die Infights gehen, denn wir werden hier nicht groß mit Leibeigenen rumdealen, sondern hier wird Clan-Equipment gegen uns gehetzt. Sollte uns aber auch nicht stören, denn da, denke ich mal, wird auch das eine oder andere für uns abfallen. Wie zum Beispiel hoffentlich doch diese Alla. Das wäre schon mal... So, jetzt die J. Edgar ist weg, die tun uns nicht weh. Looks like I got it, sir. Minus one enemy. Okay, I'm on it. I have a target. Sehr schön. So, und weiter. Da ist noch ein zweiter Alarmich. Okay, hallo? Geh da rein, Mann! Ach so, da ist Ene. Entschuldigung. So was aber auch. Gut. Ich finde den, die Farbgebung in diesem Braun zwar interessant, aber... Alter Schwede! Yes, sir. That one's history. Okay. I'm taking hit. Mal schnell weg, falls wir eine Reaktorexplosion haben. Yes, sir. Ja, die haben wir. So. Mission objective complete. I think I have a new contact. Vehicle captured. Okay, mal sehen. My sensors have a new schade, contact. Kein Salvage bisher. So, also sehen wir. Can't capture, sir. The enemy's too close. Do what I can. Was haben wir denn da? Ein Striker? Okay. They're shooting at me. Minus one enemy. Already taken care of. Gegnerische Selbstfahrerfette, in erster Linie mit Raketen bewaffnet. Yes, sir. Den verpassen wir ruhig schon mal. Do what I can, sir. This is fight. I'm taking hit. Good. One less enemy. Time to die. So, wo war ich denn stehen geblieben? Jetzt werden wir die Komponenten Warehouses angreifen. Also hier müssen irgendwo Türme, nicht nur irgendwo, hier sind die Türme. Wir können natürlich Artillerie auf die Turret Controls niederregnen lassen. Ich fürchte nur, das wird uns nicht helfen. Also jagen wir mal diesen Energiegenerator in die Luft. So, meine Hoffnung ist, dass wir damit diese Einheit außer Gefecht gesetzt haben. Ich will aber vorher nochmal hier hin. Zwar auf diesen Hügel. Weil ich bin der Meinung, ich habe dort etwas nicht Uninteressantes gesichtet. Da müssen wir aber nochmal gucken. Ist auch sehr schön hier, ne? Mit diesen Gasaustritten aus dem Boden. Also es ist schon toll gemacht. Für damalige Verhältnisse. Man darf nicht vergessen, das Spiel stammt von 1999. Das ist ein Zeitalter, in dem StarCraft das Maß aller Dinge war. Das darf man nicht vergessen. StarCraft 1 wurde mehr. Ne? Also. So, den Wald fackeln wir hier jetzt mal ab. Würdet ihr drei dann euch bitte mal auch hierher bewegen? Dankeschön. Okay, I'm on it. I have a target. Yes, sir. Interessant, dass jetzt die LBXer da auch noch. Yes, sir. Weil normalerweise. Schießen kann ich eigentlich mit so ziemlich allen auf die Wälder, richtig. Ja, ich habe nach dem Ende von Mech Commander Gold jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Do what I can, sir. Yes, sir. Denn hier jetzt mal wieder in die Hufe. Steht nicht. Here we go. Sieh mal zu, dass du da rankommst. Kollege.
Ah, okay. Sache okay, 10 I'm on. Wird. Take a shot. So. Sorry, und hier. Can't do that. Sir, I can't get there from here. Minus one enemy. Goblin here. Sir, I can't get there from here. Yes, sir. Jetzt schon, oder? Sorry, I can't also, do that. Abflug. Hin da. Steigen wir hier mal auf diesen Hügel, denn ich will was sehen. Auf der Karte hatte ich doch eben noch was bemerkt. So, hier nämlich. Container Stacks, eine Ruine. Do what I can, sir. Das ist eine weitere alte Basis, die hier in der Gegend häufiger vorkommt. Aber ich fürchte fast, hier ist nichts mehr zu holen, oder? Ist alles sehr zerstört hier. Schade eigentlich. Hier geht's glaube ich noch ein bisschen hoch, da können wir nochmal gucken. Vielleicht nochmal einen direkteren Überblick über die Basis verschaffen. Beziehungsweise meine Hoffnung ist, dass hier vielleicht doch nochmal... Aha! Yes, sir. Enemy components captured. We captured the building. Ein Sternbund. Lager. Was? Thunderbolt-Raketen gibt's hier auch? Ei, Karamba. Na das... Schön. Okay, I'm on it. Uh-oh, new sensor contact. I think I've got it. Yes, sir. Do what I can, sir. Yes, sir. Here we go. Yes, sir. I'm reporting a new sensor track. Ja, ist ein JL-Charakter. Komm schon. This is Thunder. Enemy vehicle destroyed. Kommt raus hier. This is Goblin. Uh-oh, new sensor contact. Uiuiui, Thunderbolts. Na, da müssen wir uns mal überlegen, was wir mit denen anstellen. Yes, sir. Das ist natürlich eine extrem gute Waffe. Die zeige ich euch beim nächsten Mal. Minus one enemy. Aber, sie dürfte uns auch viel Geld bringen, das wir im Moment auch noch wieder gut gebrauchen können, weil wir haben ja nichts von dem, was wir innerhalb der Operation Bulldog gesammelt haben, behalten können. Das ist alles weg. So, dann gehen wir hier mal durch. Okay, hier ist noch alles kaputt, Nick. Das ist auch gut so. Aha, da Bulldog. Yes, sir. Der tut schon eher. So, und hier auch nochmal. Yes, sir. Yes, sir. This is Thunder. One less enemy. Okay, I'm on it. Enemy components Goblin captured. Here. I think the building is captured. Mission objective complete. I think the building is captured. Gut. So, die Salvatrix kann ich nicht übernehmen. Okay. Das macht aber auch nichts. Also, Rückzug zum Abholpunkt. Bin ja mal schwer gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So. So wie es aussieht, haben wir hier erstmal keine Überraschung zu erwarten. Da hätte mich auch gewundert. Oh, Shadowcat. 45 Tonnen Clan-Boshaftigkeit. I'm fight. I'm taking hit. Im Grunde genommen yes, ähnlich dem Bushwhacker, aber wie ihr seht, um einiges yes, schneller. I have a target. Ach, und dann sind yes, hier auch noch Clan-Elementare, na sowas. Yes, sir. Wie viel? Zwei Sterne fast. I'm taking enemy fire. Yes, sir. Okay, I'm on it. So, sehr schön. That takes care of him. Das ist die Elementare Platte hier, komm schon. Knowledge. I'm spiked. I'm out of ammo. Yes, sir. Okay, I'm on it. Dann yes, tret sir. Doch einfach drauf. Okay, I'm on it. Commencing attack run. So,
auf geht's zum Extraction Marker. Den Salvage gucken wir uns gleich an. Es wäre ja cool, wenn wir den noch mitgenommen hätten. Der Pilot kam ja leider, macht aber auch nichts. So. Mission Objective complete. Mission successful. Na, was haben wir da? 48.000 Credits, nicht schlecht. Alle Bonusziele erfüllt, das ist gut so. Das sind alle schon Veteranen, das heißt, kriegen wir auch schwere Mechs drauf, das ist doch nicht übel. So, lass mal gucken. Das Komponenten-Warehouse haben wir, den Komponenten-Vault haben wir mitgenommen mit zwei Thunderbolts. Clan LBX Large Pulse Laser, auch von Clan, auch aus Clan-Bauweise, 6 Clan ER Laser und 4 Clan Blitz-KSR-Werfer. Das ist durchaus gut. Leider haben wir keine drei Mechs mitnehmen können. Das finde ich schade, denn gerade die Shadowcat wäre eigentlich eine Maschine, mit der wir richtig was hätten anfangen können. Gut, macht nichts. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. In diesem Sinne, ciao.